Los geht's. Warum sollte der Kahn hier raufkommen? Er will zum Festland segeln. Und es überfallen, so wie hier. Wenn wir ihn aufhalten wollen, dann jetzt. Diese Blumen. Wie die, aus denen ich mein Gift herstelle. Die Mongolen haben sie hier gepflückt. Als Waffe gegen uns. Taten wir bei der Burg deines Onkels das Richtige? Ich wollte den Kahn unbedingt aufhalten. Du konntest nicht wissen, dass er von dir lernt. Es war dennoch riskant. Jetzt leidet unser Volk vielleicht noch mehr. Du hast recht. Wir müssen ihn töten. Und zwar bald. Nähere dich dem Leuchtturm und löse keinen Alarm aus. Vorne kommen wir nicht rein, aber wir könnten über die Klippe klettern. Und hinten durchschleichen. Geh voran. Ich könnte jetzt natürlich ständig hin und her gehen und könnte jetzt nochmal versuchen, ein paar von diesen Blüten mitzunehmen, um weiterhin mit dem Blasrohr. Das hört sich so falsch an. Ich wollte gerade sagen, mit dem Blasrohr Yuna, aber das hat Yuna nicht verdient. Na los. Ja, jetzt einmal nicht rum. Ich will noch einmal ein Pflänzchen mitnehmen. Muss ja mein Blasrohr für dich gefüllt haben. Ja. So. Wollen wir dem Kahn mal ein bisschen Stress machen. Wir dürfen keinen Alarm auslösen. Das wird mal wieder interessant. Nur alarmiert. Das war doch bestimmt jetzt der Alarm, oder? Wie ich wo lang komme. Ich bin komplett überfordert. Schleiche zum Leuchtturm. Löse keinen Alarm aus. Ja gut, das kriegen wir hin.
Ja, oder auch nicht. Kann man mal machen. Einfach mal eine tot gehippt. Warum dann auch nicht? Sollte ruhig sein. Da unten stehen noch ein paar Lümmel. Ist halt die Frage. Es lief besser als gedacht. Das dürfte aber sonst keiner mitbekommen haben. So, jetzt will ich mal gucken, ob man von hier vielleicht langkommt. Ohne groß Ärger zu machen. Ich würde es wirklich gerne mal interessieren, ob das so vom Spiel gescriptet ist, dass wir hier jetzt sozusagen uns gegen unseren Onkel gewandelt haben, oder ob man das hätte mit den Herausforderungen etwas ändern können. Was, untersuche die Fässer? Was ist in all den Fässern? Vorräte? Lumen. Gift. Ein Fass kann leicht Hunderte töten. Der Khan wird sie gegen das Festland einsetzen. Er darf Tsushima nicht verlassen. Vom Leuchtturm können wir den Izumi-Hafen ausspähen. Direkt hinter dir. So, das hat er also vor, die Blumen hier auf dem Land sozusagen erst zu erobern, dann mit aufzunehmen und dann anfangen. Oh, dieser dreckige Bastard. War wirklich ein Fehler. Seht ihr die Wellen an? Ganz flach. So sehen sie vor einem Sturm aus. Der könnte von Vorteil sein. Ich lasse den Leuchtturm vorerst dunkel. So hilft er dem Mongolen nicht, wenn der Sturm losgeht. Du kannst ihn wieder anzünden, wenn sie weg sind. Schauen wir uns den Hafen an. Hier drüben. Überlegen wir uns einen Angriffsplan. Das Haus des Hafenmeisters. Bestimmt hat der Khan sich dort eingerichtet. In der Nähe der Kais und seiner Flotte. Ergibt Sinn. Siehst du, wie die Vögel kreisen? Als hätten sie Angst, dass da etwas kommt. Der Sturm. Sie sammeln sich, um Schutz zu suchen. Wir könnten Schützen dort platzieren. Dann müssten die Mongolen bergauf kämpfen? Khotun würde uns mit Reitern in die Zange nehmen. Kein einziger Mongole in dem Gebiet. Zu offen, nicht zu verteidigen. Aber sehr gut für einen Hinterhalt.
Dieser Grat bietet freie Sicht auf die mongolische Flotte. Was wir mit eigenen Hawatschas mit ihren Schiffen machen könnten. Der Khan ist bereit für die Überfahrt zum Festland. Mit Schiffen voller Männer, Sprengstoff und meinem Gift. Halten wir ihn hier nicht auf, wird das Shogunat fallen. Der Sturm könnte uns zum Sieg verhelfen. Wenn er einsetzt, muss der Khan seine Flotte in die Bucht bringen. Dann schlagen wir zu. Zerstören seine Schiffe und alles an Bord. Dazu brauchen wir mongolische Waffen. Ganz leicht für eine Meisterdiebin. Wir brauchen auch Kämpfer. Ein paar lenken die Mongolen ab. Ich dringe in den Izumi-Hafen ein und töte den Khan. Könnte klappen. Wir sollten uns in Yogaku vorbereiten. Ja, sieht nach einer schweren Schlacht aus. Yuna ist eine forsch und entschlossene Diebin. Oh, das würde ich gerne lesen. Plane den Angriff auf die Festung des Khans. Check. Technikpunkt verdient. Ich habe keine Ahnung, ob ich die jeweils brauchen werde. Ich bin eigentlich so zufrieden, wie es gerade läuft. So, sprich beim Yogaku-Tempel mit Yuna. Wir haben jetzt aktuell ziemlich viel mit Yuna zu tun, ne? Das ist schon interessant. Ob uns der Einfluss von Yuna verdirbt. Sie sind nicht hier, um uns zu helfen. Ach, natürlich. Sie sind die Samurai-Schiffe. Ich weiß, wie die Oberen. Ich habe gute Neuigkeiten. Endlich mal was. Wie sehen die Pläne aus? Kenji weiß, wo wir von den Mongolen Watchers stehlen können. Ich breche gleich auf. Ein guter Anfang. Aber wir brauchen mehr Kämpfer. Nein. Mein Onkel will genau wie wir den Khan tot sehen. Er wird sich anschließen. Er wird dich einsperren. Ich schreibe ihm eine Nachricht und lege sie in sein Quartier. In einer Burg voller Samurai. Ich bin weg, bevor sie mich bemerken. Herz Jito. Interessant. Ja, da bin ich mal gespannt. Hier ist ständige hin und her. So. Hoffentlich liest mein Onkel es. Ich lasse dich nicht gehen ohne gutes Pferd. Ich kann es nicht zurückholen. Aber gib einem von diesen eine Chance. Ich kriege jetzt ein neues Pferdchen. Dieses gescheckte Pferd wird dich deine gesamte Reise. Ja, komm von mir aus. Ist mir eigentlich egal. Ganz ruhig. Alles gut. Ich bin ein Freund. Wie soll das Pferd heißen? Nimm es Kage. Geboren aus Dunkelheit. Ja. Gute Wahl. Wie gelangst du in die Burg deines Onkels? Ich wuchs dort auf. Ich kenne jeden Geheimgang dieser alten Gemäuer. Selbst damals konnte Fürst Shimura nicht mit mir mithalten. Gut. Kann doch bestimmt da zurückreisen, oder? Ja, siehst du, das läuft doch. Das läuft doch. Welcher Bay? Ich weiß nicht, welchen Bay du meinst. Wir haben doch nur dieses eine. Ach so, das braune Pferd war eigentlich nur Dingsbums. Das war eigentlich nur zum Übergang. Das war ja ein Pferd von den Banditen. Ja.
Au! Bay, bei seine Fellfarbe. Ah, okay. So, muss ich mal gucken, ob ich hier überhaupt richtig bin. Natürlich nicht. Na, super. Ich komme hier aber nicht rein, ne? Nee, besser nicht. So. Gucken, ob ich davon diese Seite aus rankomme. Oh, komm schon, ernsthaft, das ist Berg? Geh ich halt zurück zu Kara-Kreuzung, ist mir auch egal. War sogar näher. Bim, bim. So. Kann ich einfach ein... Ich finde es halt komisch, wir hätten doch eigentlich einfach einen Boten hätten schicken können. Nein, jetzt müssen wir halt weiter schleichen. Ist es jetzt aktuell oder ist es wieder ein Flashback? Jin, warum seid ihr weggelaufen? Ich wollte einen Aal fürs Abendessen fangen. Und wolltet ihr ihn mit bloßen Händen fangen? Ryuzo sagte, ihr verstoßt mich, sobald ihr einen eigenen Sohn habt. Jin, kommt hier. Euer Freund irrt sich. Der Weg kann ein Leben lang dauern. Doch ich gehe ihn mit euch. Immer. Tja, jetzt eine Essenswerbung. Eieiei, diese Werbung, ne? Die Klippenwand beobachten sie nicht. Ja, als letztes Mal. Wer ist das? Seid vorsichtig, Geist. Die Samurai suchen nach euch. Ist aber gut, dass sie auf unserer Seite ist. Das hätte ich nicht gedacht, dass das funktioniert. Nein! So, wollen wir mal gucken, ob wir das schaffen. Ja, schaffen wir. Können wir das schaffen? Ja, wir schaffen das. Wenn ich die Wachen angreife, haben die recht, die mich Monster nennen.
Krieger versammeln. Vielleicht marschieren wir endlich gegen den Khan. Ja, ich kann die nicht angreifen. Das geht nicht. Meine sind jetzt nicht so viele. Die Frage ist nur, wo muss ich lang? Ich wette mit dir, wir müssen hier über diese Brücke. Ist jetzt nur, wie komme ich da hin? Muss ich hier über die Brücke? Muss theoretisch hier lang. Okay. Na, es ging. Ich könnte den Haken unter der Brücke einsetzen oder dafür sorgen, dass mich niemand sieht. Ich würde echt lieber den Haken nehmen. Ich meine, klar, wir können. Ich finde es halt gut, dass das Spiel uns die Möglichkeit gibt, die zu killen. Ohne jetzt, dass es jetzt direkt Auswirkungen gibt. Ich finde es halt interessant, dass wir jetzt hier den gleichen Kram machen müssen. Alter, ich hab keine Ahnung, wo ich da lang muss. Der sich dreht.
geben. Passt auf, was ihr esst und trinkt und lasst euch von Ka... Ja, die Frage ist, wie komme ich denn jetzt in die Gemächer? So kann man natürlich auch das Ende ein bisschen strecken, indem man einfach viel recycelt sozusagen. Als ob ich da nicht durch könnte. Das ist aber einfacher. Ich komme hier gerade relativ gut durch. Aber wie komme ich jetzt in die Gemächer von meinem Onkel? Was war das? Wohin? Oh, komm schon. Oh, nee. Ich weiß nicht, was da immer so los ist. Es ist immer so, du hast voll Bock aufs Spiel und dann kommt immer eins... Und dann kommt immer eins nach dem anderen, wo du einfach keine Lust hast. Bin ich überhaupt richtig? Plan, wo ich langlaufe. Was muss ich denn hier machen? Kann sein, dass ich hier raus muss und dann von außen? Nee, ne? Das sind immer solche interessanten Passagen, die sie dann versuchen, irgendwie nochmal zu recyceln, um einfach ein bisschen Spielgeschehen zu strecken. Kann der eine Typ mal aufhören, da so zu brüllen, wie so ein Bekloppter? Ich habe keine Ahnung, wie ich da lang komme. Ich glaube, ich habe gerade was gefunden. Onkel, er darf mich nicht sehen. Wir hätten diese Rede gemeinsam halten sollen. Verdammt, Jin. Ryuzo, lebe dein nächstes Leben besser als dieses. Oh, komm schon. Das ist er. Das ist doch blöd. Warum kann ich diesen Fleck überhaupt untersuchen? Bin ich jetzt wenigstens der Festung. Das könnte ein guter Speicher... Ja, super. Onkel, er darf mich nicht sehen. Ist mir schon klar, dass er dich nicht sehen darf. Wir hätten diese Rede gemeinsam halten sollen. Verdammt, Jin. Bewegende Rede, Fürst Shimura.
Möge sie uns zum Sieg führen. Die Mongolen haben viel zu verantworten. Wir dürfen diese Bedrohung, das Reich des Shoguns, niemals erreichen lassen. Ich hörte, der Khan setzt nun dasselbe Gift ein wie Fürst Sakai. Dieser Name darf vor mir nicht mehr genannt werden. Vergib mir, mein Herr. Wegen ihm lernten Banditen, Gift zu nutzen, um unser Volk zu ermorden. Der Geist hat die Hölle auf dieser Insel entfesselt. Ihr entkommt uns nicht wieder. Behaltet das Lager im Auge. Meldet alles Ungewöhnliche. Natürlich, Fürst Shimura. Ich übernehme. Ich will zwar nichts sagen, aber ich habe das Gefühl, wir haben richtig Scheiße gebaut. Sein Quartier ist ganz oben. Jetzt kann ich hinaufschleichen. Die Mongolen wurden beim Granitpass und beim Yogaku-Tempel besiegt. Wir glauben, dass Fürst Sa... der Geist hinter beiden steckt. Was wünscht ihr zu tun? Den Geist kümmern wir uns, wenn wir die Mongolen besiegt haben. Der Befehl des Shogun war eindeutig. Ich kenne seinen Befehl. Die Mongolen und ihr Anführer bleiben oberste Priorität. Mein altes Zimmer. Wissen wir, wo der Khan ist? Unsere Spieler. Ob ich hier wohl je wieder willkommen bin? Wurden wohl gefasst oder getötet. Zeigt mir, wo sie gesucht haben. Wir folgen ihren Spuren und sehen, wo sie hin. Ich weiß ja nicht, wo ich lang muss. Das ist schon cool, so ein Dingsbums, so ein Kletterding. Hat was. Kann ich das nicht einfach jetzt reinfliegen? Ihr seid doch so Origami-Künstler. Bin schon richtig. Muss er nur irgendwie reinkommen. Bin gerade. Er muss meine Nachricht gut sehen können. Er ist hier! Wachen! Onkel, vergebt mir, dass ich nicht persönlich kam. Die Flotte des Khans liegt in der Nähe von Izumi. Seine Schiffe sind voller Gift, das die Armee des Shogun vernichten würde. Doch wenn der nächste Sturm kommt, werde ich den Khan töten und seine Flotte versenken. Schließt euch mir an. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Wenn nicht als Vater und Sohn, dann als Krieger, die verschiedene Wege gingen. Was auch immer ihr von mir haltet, ich werde immer eure Familie sein. Gut, zum Glück mussten wir nicht. Wie heißt's? Mussten wir nicht rausschleichen, das wäre dann echt ein bisschen übel geworden. Herz des Jito. So, und jetzt wahrscheinlich wieder nach oben, ne? Super, die Karte ist ein bisschen schwierig, wenn du jetzt zwei Hauptquests zum Beispiel hast. Ist es sehr, also es ist halt schwierig, die Karte dann auszuwählen. So, wollen wir mal wieder mit Yuna sprechen. Das ist interessant, dass uns die Yuna hier in dem Spiel so extrem prägt.